Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zu den Monatsrewards, wenn man so sagen kann. Nicht nur die Monatsrewards werden heute geöffnet, sondern auch die wöchentlichen Rival Rewards. Wir waren auch diese Woche wieder in der Elite Division am Start und haben uns den Elite Division Bonus erspielt. Von dem her, das ist ganz nice. Ansonsten, die neue Saison geht los. Was bedeutet das für uns? Ich war in der Elite Division, wurde jetzt herabgestuft in Liga 2, also in Season 2. Ansonsten hier auch so eine Nachricht vom FIFA-Team. Ja, die ist erstmal unwichtig. Viele Leute haben es gesehen, dass sie in der Foot Champions Qualifikation auf einmal keine Qualifikationspunkte mehr haben. Okay, bei mir ist das anscheinend auch komplett verbuggt. Anscheinend wird es wohl gerade erstmal resettet, weil ja, viele Leute hatten jetzt die Nachricht, dass man diese 2000 Qualifikationspunkte, die man jetzt in Season 2 braucht, wieder erspielen muss. Man muss nämlich in Season 2, wie ich es gerade schon gesagt habe, 2000 statt 1500 Qualifikationspunkte erspielen. Es sei denn, ihr habt in der Weekend League sowieso einfach die Siege geholt, die man braucht. Ansonsten bin ich immer noch investiert in Kjær Inform. Ich habe den gekauft für 14.000 und weniger. Also 14.000 war immer das Maximum. Leider ist der bei der Icon SBC nicht so heftig gestiegen, wie ich es mir erwünscht hätte. Deswegen habe ich den erstmal behalten. Mittlerweile könnte ich den aber für einen kleinen Gewinn auscashen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich es machen soll, weil der Gewinn halt wirklich nur ganz klein wäre. Allerdings hätten wir dann wieder Coins, um uns ein Team zu bauen, denn das will ich unbedingt so schnell wie möglich natürlich machen. Wir können hier gerne mal reingehen. Ich habe diese Woche sehr viel rumgebastelt. Das ist jetzt unser aktuelles Team. Ich habe ja Bamba in der letzten Episode gezogen, den habe ich jetzt hier einfach spaßeshalber mal reingestellt. So könnten wir das Ganze spielen. Alles beim Alten. So habe ich am Montag auch im Edi Geller Cup gespielt. Vinicius hat jetzt auch sein dynamisches Bild bekommen. Vinicius rot. Er ist unfassbar stark in-game. Also das ist der absolute Wahnsinn, wie der abgeht. Und dann habe ich mir ein neues Team gebaut. Und zwar müsste das hier gewesen sein. Ist einiges nicht auf Full Cam natürlich. Und eigentlich müsste das auch irgendwie so gewesen sein. Ja, so sieht das nämlich aus. Ich habe richtig Bock auf Neymar und Frankie de Jong war damals auch übertrieben stark. Allerdings wäre das jetzt auch nicht das kreativste Team. Wir können immer noch überlegen, was mit Corona zu machen. Wobei Manafa, der Rechtsverteidiger, jetzt auch wieder auf dem Markt ist und der ist unfassbar teuer. Also ich habe aktuell noch keine Ahnung, wie wir es machen. Ich könnte mir das auch nur leisten, wenn wir die ganzen Kjærs verkaufen würden. Oder wir ziehen jetzt irgendwie gleich was Geisteskrankes in den Rewards. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ich bezweifle, dass das passiert. Okay, Neymar ist auch wieder gut gestiegen. Alles klar, Digga. Fast 700k kostet der Mann wieder. Das ist natürlich ein saftiger Preis. Ich weiß noch nicht, was ich bauen werde. Vielleicht werden wir auch nochmal eine Woche aussetzen und dann erst in der nächsten Woche unser Team bauen. Ansonsten habe ich hier den Kappa Rulebreaker aus der letzten Episode verkauft und den Rashford. Und die UV-Liste ist immer noch am Laufen. Also das funktioniert immer noch nach wie vor sehr, sehr gut. Kann ich euch wirklich ans Herz legen, eine UV-Liste zu machen. Man kann mittlerweile auch für günstigere Preise viel geilere Spieler auf die UV-Liste stellen, wie ich es zum Beispiel habe. Zum Beispiel irgendwie Martial und Gabriel Jesus und so weiter und so fort. Die kosten gefühlt gar nichts. Und die könnt ihr dann natürlich noch leichter an den Mann bringen als zum Beispiel ein Adama Traoré, der mittlerweile eigentlich auch komplett outdated ist. So, Season-Fortschritt sind wir direkt 4 Dinger nach vorne gegangen. Das sind keine starken Packs, aber die nehme ich mal mit rein ins Pack-Opening, würde ich sagen. Nimmt man mal mit. Noch ein kleiner Münzenboost, auch immer etwas sehr Nettes. Und das Premium-Gold-Pack. Dann noch ein Stadion-Thema. Ich finde, die Spieler sind auch diese Saison irgendwie überhaupt nicht interessant. Also von dem Season Pass sehen meiner Meinung nach nicht besonders stark aus. Hier der Kollege, hat er wenigstens Forster Skills? Nee, eben nicht. Und dann noch ein Innenverteidiger aus der zweiten englischen Liga und ein Keeper. Absolut der Wahnsinn. Und auch die Spieler finde ich jetzt eher weniger geil. Van Ginkel sieht eigentlich noch ganz stabil aus. Der ist vielleicht auch ganz okay mit Forster Skills, aber alles in allem jetzt nicht allzu berauschend meiner Meinung nach. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Packs. Was haben wir hier am Start? Wir haben hier noch unsere drei Inform-Packs.
Die werde ich wahrscheinlich erst zum Best of Team of the Week öffnen. Diese Woche hätte man sich's wirklich überlegen können, wegen Neymar, Goretzka und bla bla bla. Also da ist wirklich einiges am Start, muss man mal sagen. Aber ich werde die wahrscheinlich erstmal noch aufheben. Dann habe ich hier noch ein 75-Plus-Pack am Start aus dem Season Pass, da ist auch nichts drin. Und dann können wir jetzt reingehen in die Monats-Rewards. Ich weiß gar nicht, die müssen wir uns hier wohl erst noch abholen. Und zwar spielen Division Rivals und dann holen wir uns die Dinger. Hier erstmal Elite Division, bekommen wir wieder ein Player-Pack, ein Tradable 100k-Pack und 15.000 Münzen. Man könnte das Ganze auch untrade machen mit einem 100k-Pack und einem 50k-Pack, aber ich bin einfach lieber mit Tradable am Start, weil ja, wenn du in einem 100k-Pack was Gutes ziehst, was du aber nicht spielen willst, dann ist das ärgerlich, wenn du das untrade hast. Und ja, Elite Division Bonus-Upgrade ist am Start. 100k-Pack und Player-Pick. Und jetzt weiß ich gar nicht. Ja, okay. Da bekommt man jetzt noch die 100k-Packs. Elite Division Season 1 Rang 2? Nee, oder? Hä? Was? Hä, ich war doch zu 100%. Digga, was sehe ich hier? In Rang 3? Ich war zu 100% in Rang 3. Hä? Das glaube ich gerade nicht. Meilenstein 1? Hä? Das kann eigentlich gar nicht sein. Was sehe ich hier, Alter? Digga, was sehe ich hier? Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich in Rang 1 gewesen bin monatlich. Das ist natürlich jetzt der absolute Super-GAU, muss ich sagen, dass ich da jetzt nicht Rang 1 bin. Aber okay, wir öffnen jetzt erstmal unsere Rewards von den Division Rivals. Digga, das fickt mich gerade wirklich komplett, was zur Hölle. Roter Player Pick Jesus Navas 86 ist sehr, sehr stark. Sehr geile Karte. Den nehme ich natürlich mit Kusshand. Aber was die Monatsrewards angeht, bin ich gerade ehrlich gesagt schockiert. Ich hätte hier nämlich jetzt eigentlich 200k-Packs, heißt 300k-Packs bekommen müssen insgesamt für das Video. Alter, was sehe ich hier? Hattet ihr das auch? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Oder habe ich es einfach komplett verhauen, weil ich komplett hängen geblieben bin? Aber eigentlich kann das nicht sein. Es kann eigentlich wirklich nicht sein. Das wundert mich gerade extrem. Okay, 85er Schmeichel am Start. Das ist natürlich jetzt nicht das Beste. Und das waren jetzt gerade sozusagen unsere Monats-Rewards. Joa, okay, hier haben wir noch einen 85er Jorginho. Den habe ich, glaube ich, aber schon untrade. Ja, ist kacke, die jetzt abzustoßen. Aber vielleicht kann ich die dann noch zurückholen. Und dann kommen wir hier noch zum 100k-Set. Das ist tradable. Alter, ich bin gerade wirklich sprachlos. Und natürlich ist das 100k-Pack jetzt auch nochmal richtig schlecht. Alter, ich bin gerade so fertig mit den Nerven. Was sehe ich hier wirklich? Was sehe ich hier? Okay, zwei Informs am Start. Das ist natürlich cool. Die stoße ich auch direkt ab für schnelle Coins, weil die sowieso nichts wert sind. Und ja, der Rest ist auch absolut Trash. Also alles in allem war das jetzt nicht das Gelbe vom Ei, wenn wir mal ehrlich sind. Aber das mit der Elite Division, beziehungsweise mit diesen 90 Spielen, es kann eigentlich nicht sein. Eigentlich kann es nicht sein. Ich werde das auf jeden Fall mal abchecken. Vielleicht war das ein Fehler von EA, wie so oft. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Jungs, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns am Wochenende wieder. Macht's gut, haut rein und ciao.